Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von Metro Exodus. Im letzten Part haben wir ja wieder mal ein paar von den Dorfbewohnern gerettet. Beziehungsweise getroffen und deren Geschichte gehört. Und eine Lage. Beziehungsweise einen Lagebericht von Duke gehört. Okay, ich muss da zum Kreuz. Möchte ich eigentlich nicht. Beziehungsweise ich möchte hier versuchen rüberzukommen. Greif ihn nicht nochmal an. Das Zielen ist halt trotzdem noch Krampf. Mal mit dem Nachladen. Ja, ist hier noch irgendwas? Glaube nicht. Falsch gedacht. Ich glaube, hier sollten wir sicher sein auf der Brücke. Ich hoffe es zumindest. Das war nicht ganz untergegangen. So, und hier sollten noch Ruinen sein, wo Gegner sind. Das müssen wir nicht wieder ausmachen. Ja, draußen sieht man ja auch was, von dem her ist es nicht so schlimm. Ich glaube, der Scharfschütze ist damit erledigt. Da pennen wieder welche. Oder mindestens einer. Wieder ausmachen. Drüben ist noch irgendwo einer. Tja, ich habe ein ungutes Gefühl. Wir sollten besser alle nach Hause zurückkehren. Ja, das ist zu spät. Lass mich doch. Das Licht zuvor ausmachen. Okay. Was noch irgendwas Stress? Ich hoffe nur, dass du jetzt kein Weiß ist, das aber Lagerfeuer.
Ich krieg dich doch, du Schweinehund! Immer schön im Schatten bleiben. Hey Leute, lasst uns hier alles auf den Kopf stellen. Vielleicht sind noch mehr Mistviecher hier. Ist hier nichts. Ich sehe halt die Gegner gerade nicht. Okay, den habe ich jetzt gesehen. Wo ist der? Oh. Ist er? Schon gut, hast gewonnen, Mann. Ja, wo ist denn der? Jetzt blend. Noch gerade noch hier hinten gehört. Passiert die Scheiße eigentlich immer mir? Ich jetzt blenden? Ah, da oben. Ich habe keine Ahnung, wie ich zu dir hochkomme. Nehmen wir, schieße ich dich mal runter. Hier haben wir noch einen Typen. Ist hier gut, wenn jemand dient, ein bisschen ausrotten. Ah, jetzt sehe ich, wo ich hier hochkomme. Ah, geht. Wie war das nochmal? Ah, da. Okay. Genau, den einen zur Munition möchte ich noch mitnehmen. Da Munition teuer ist. Ja, wenn die sicher freiwillig geben möchte, er nichts mehr damit anfangen kann. Und dann müssten wir in die Richtung noch den Teddy holen. Aber wie sieht es von der Strahlung her aus? Ja, ist im grünen Bereich. Oh nö. Das ist ein elektrisches Magnetding. Beziehungsweise ein Elektroding, was rumfliegt. Wir müssen ja von den Dämonen. Den Teddy klauen. Das wird auch lustig. Definitiv. Und jetzt schon da so zwei von den Dingen sehe, die rumstreifen. Also ignorieren uns. Solange ich sie nicht angreife. Ich sehe genau drauf. Das heißt, es müsste da oben sein. Wenn ich nicht alles täusche. Frage, kann ich bei denen vorbei? Nur, dass ich von irgendwas angegriffen werde. Ja, ich komme hier hoch. Ich glaube, da oben ist es auch. Strahlung ist hier auf jeden Fall oben.
möchte nur den Teddy haben. Der wird sich aufwachen, wenn ich den Teddy jetzt wegnehme. Okay, ich hatte Glück. Ich will ihn jetzt auch nicht provozieren. Und schnell weg von hier. Puh. Okay. Was fehlen uns eh nur noch? Die Tankia und unser eigentliches Ziel, der Waggon. Beziehungsweise die Tresina. Und für beides müssten wir zurück. Also wir folgen mal den Schienen hier. Dass mit denen ja hoffentlich sicher rüber geht. Ich hatte gerade wirklich Glück, dass der Dämon nicht aufgewacht ist. Aufpassen, dass sie nicht wieder die kleinen Dinger rumstreifen, da die aggressiv sind im Gegensatz zu den großen. Wie gesagt, keine Ahnung, was sie da in der Entwicklung anders gemacht haben als bei den Vorgängern. Aber ist mir auch gerade relativ egal, solange die Dinger nicht angreifen. Auch dran liegen, dass hier die Nester sind, dass die hier so aggressiv sind. Da mache ich einen großen Bogen rum. Ja, das müsste die Tanke sein. Dran ist einer. Und das Ding kommt näher. Und oben steht noch einer. Ah, nö. Was ist der verdammte Mistkerl? Einer ist gut, ich hab schon zwei von euch. Hier. Ich hab das Miststück im Visier. Bist du dir ganz sicher? Ich seh den Schweinehund. Du Schweinehund! Scheiße! Ich muss nachladen! Du hast gewonnen, Mann!
Geburt hast gewonnen, Mann. Ja, das mit dem gewonnen ist mir gerade egal. Wenn da noch so Mutanten-Dinger kommen. Die Schlüsse abschießen muss ich mir noch. Ich bin noch dran gewöhnen. Ich hätte auch hier reingehen können. Ist hier egal. Hier keine Scheiben mehr drin. Wie gesagt, ich bräuchte eigentlich eine andere Pistole. Obwohl der Revolver ist stark. Möchte ich nicht aufgeben, wenn es nicht so unbedingt sein muss. Tank ist erledigt. Hier müsste eigentlich der nächste Treffpunkt oder so sein. Jedenfalls hier ein Bett. Werkbank, brauche ich da gerade was? Ein bisschen Munition vielleicht. Ja, ein bisschen Heilung, wäre auch nicht schlecht. Oh, mit Munition brauche ich nicht. Fastzeug habe ich zu wenig. 8-Schuss-Trommel, das wäre gut. Nehme ich gern. Laser Point, ja, wieso nicht? Richtiger AK. Großes Magazin. Bessere Rohre. Größere Magazintrommel. Finde ich doch gut. Ein 8-Schuss im Revolver ist definitiv besser als nur 3-Schuss. Okay, jetzt muss ich da das Ding infiltrieren. Ja, ich versuch's vom Wasserwege aus. Ich habe Glück und mich sieht hier keiner. Ja, das heißt nicht, dass hier unten nicht weniger widerlich ist. Die Frage, finde ich hier irgendwo wirklich die Dresine oder eigentlich nicht? Schwer, komme ich hier irgendwo überhaupt da hoch? Ich glaube, hier komme ich wohl.
nicht. Okay, einmal drehen. Wieder richtig rumfahren. Wann komme ich da irgendwo durch? Ich kann, glaube ich, hier vorne anlegen. Jetzt zumindest so aus, gehört es dazu. Ja, stimmt, wir haben mitten am Tag. Das heißt, es ist egal, ob ich jetzt Licht anhabe oder nicht. Die sehen mich so und so. Ah, unser Freund, Riesenfisch. Den ich nicht mag. Leuchtenden Pilz nehme ich gerne mit. Ja, zum Glück haben wir die 8-fach-Trommel. Er macht einen guten Job. Schalldämpfer ist natürlich immer noch top. Ist ja nicht so wie bei Call of Duty oder so, wo man dadurch Schaden minimiert. Glaube ich zumindest. Na, es wäre logisch. Dass man dadurch nicht mehr so viel Kraft draufbringt auf den Schuss. Möchtest du das anmachen? Hier noch ein bisschen umsehen. Ich meine, da hinten komme ich nicht durch. Glaube ich zumindest. Moment, wir können es versuchen. Ah doch, ich komme da sogar durch.